Stunden in dem Projekt und ich bin hier einfach schon da und mache die größten Sachen, die Debitor kaputt gemacht hat, wieder richtig. Hallo? Hi! Ja, hallo. Okay, Spark, was kann ich machen? Zunächst erstmal, welche Richtung möchtest du am besten Great spielen? Was kommt es am ehesten an? Möchtest du eine Fabrik bauen, eine Farm bauen oder nur rein dekorativ bauen? Ich schätze, man will schon was mit der Mod machen. Ja, klar. Ey, überleg mal, Leute, ihr seid auf so einem Konzert, keine Ahnung, so Bushido oder so, und plötzlich macht die Crowd so. Digga, wer das nicht fühlt, hat kein Herz. So, Spark, ich komm jetzt mal. Ich guck mir das jetzt mal an, das Problem. Spark, was kann ich jetzt hier tun? Was ist das? Ja, eben nichts, das ist ja der Witz. Sag ich doch gerade schon dreimal. Nee, aber was, ja, aber die Dinge kannst du doch abbauen, oder nicht? Ja, eben nicht. Wenn ich hier das zu der Entity machen will, dann wird das nicht zu der Entity. Der ganze Waggon ist nicht zu der Entity machbar. Der Waggon ist schon ein ganzes Produkt, so. Das ist keine Entity, das ist gerade ein Block. Hier ist gar kein Minecart drunter. Genau, das sag ich ja. Ja, eben. Aber ich kann den nicht mehr zur Entity machen. Wenn ich jetzt den Minecart drunter setze und das zu Entity machen will, dann funktioniert's nicht. Okay, Spark, wenn wir, zum Beispiel könnten wir schon mal die Fenster in einer anderen Farbe bauen. So, und jetzt bräuchten wir noch ein Signal. So, das Minecart fährt los, ohne den Zug oben mitzunehmen. Sag mir, was ich machen muss, Spark. Ich mach das jetzt. Ich bin jetzt dein Sklave. Oder dein Mitarbeiter. Pass auf, hier vorne bei dem Rad kommt jetzt eine Schiene hin. Da packt man den Assembler drauf. Auf diese Schiene, die Pfeile hat. Von hinten da. Einfach so. Hab ich gemacht. Genau. Und jetzt packst du da mal eine Minecart rein. Hab ich gemacht. So, und jetzt unten an der Seite, unter dem Rad, an den Block von dem Assembler, einen Schalter und schalte ihn ein. Oh, funktioniert sogar. Ist gefahren. Hey, gut. Ja, nee, Rewe, das ist gut. Und jetzt machen wir nämlich den hier. Hä? Ich hab's eingesammelt. Ich hab geholfen. Ich wusste nämlich, dass man es erst in Entity verwandeln muss, Spark. Ist doch klar. So, genau. Und das hat eben nicht geklappt, bevor wir das Backup nochmal draufgekommen. Deshalb sag ich ja, du musst mich auch helfen lassen, ne? Dafür bin ich ja da. Sowas kann ich ja. Perfekt. Also pass auf, Rewe, ich sag mal so, wir brauchen auf jeden Fall auch noch weitere, einen zweiten Zug noch. Das heißt, wenn du möchtest, könntest du einen kompletten eigenen zweiten Zug bauen. Das war halt jetzt mein Design. Mhm. Ich hätte ihn auch einfach geklont ansonsten nochmal, aber du kannst auch einen eigenen kompletten Zug machen, der hier über die Strecke fährt. Oh, das ist perfekt. Da können wir das Ganze kombinieren. Weil ja. Spark hat gestern gemeint, er braucht einen Dreckszug. Was? Also einen Dreckszug brauche ich auch noch, genau. Genau. Wie Dreckszug? Willst du mich jetzt hier irgendwie, hallo? Nein, Junge. Ich brauche einen Dreckszug, weil ich Dreck, also Erde brauche. Und der muss Ach Erde. Ach so, ich dachte, mein Zug sieht aus wie Scheiße, wollte ich damit sagen. Nein. Rini, komm mal ganz kurz her. Hier kommt ein Hebel. Drück den gleich mal, wenn ich Bescheid sage, weil alles gut geht, kann ich den einen Waggon hier auch noch einsammeln. Okay, aber nur wenn Blizzard mir was zu essen gibt, das ist klar. Boah, hier, ein paar Brote. Wollen wir die erstmal, wollen wir die erstmal ausmachen und dann. Aus. Aber ach so, du schaltest die da hinten immer aus und an, verstehe. Aber jetzt brauche ich den Cobblestone wieder. Warum machen wir das denn nicht hier? Warum machen wir hier direkt den Hebel dran? Soll ich anschalten? Einmal einschalten. Nee, mach mal nicht, warte mal. Mach mal doch hier direkt den Hebel dran. Ja, okay. Okay, so. Können wir auch. Aber das ändert nichts. Okay, du Spark? Siehst du Spark? Oh. So, also wer ist hier? Einfach mal sagen, so. Revi hat's gerettet. Jetzt sag auch mal danke, Revi. Wer ist hier denn? Danke, Revi. Ne? Ich bin mir nicht sicher, woran es genau gelegen hat. Ja, weil diese Netzanschaltung das da unten kaputt gemacht hat, Digga. Guck mal, ich hab 0 Stunden in dem Projekt und ich bin hier einfach schon da und mach die größten Sachen, die Debitor kaputt gemacht hat, wieder richtig. Jetzt reicht aber mal. Jetzt machen wir hier nochmal den kompletten Cobblestone weg und machen das gleiche jetzt noch. Nein, Spark? Oder wir versuchen es nochmal. Ich kann es aber versuchen, aber ich würde sagen. Nee, Gisse, deshalb, deshalb muss man den kompletten Cobblestone nochmal abbauen, so wie ich es eben gemacht habe. Alles nochmal neu setzen. So, hier, kommen diese anderen Schienen hin, die hier, ne, Spark? Power Drills, ja, aber die setzen wir gleich nochmal. Nee, aber nicht diese Power Drills, sondern diese anderen, die mit den Dingern drauf, ne? Achso, aber brauchst du nicht. Die Pfeilschienen, die kommen nur in unter die Assembler. Ich hab eigentlich auch beide einmal gebaut, aber irgendwie, ich bin gerade beyond Triggered Mist, das ist unfassbar. Ja, das ist okay, Spark ist nämlich sauer, der ist nämlich sauer, dass ich das gelöst habe, das Problem. Deshalb ist der wütend. Das gefällt dir nämlich gar nicht. Ja. Ist. Der ist so geil sauer. Der ist so sauer, Digga. Wichtig ist doch, dass ich das Problem gelöst habe, oder? Also super wichtig. Ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde, glaube ich, weiter getriggert und dann nie wieder aus dem Zug gemacht, sondern einfach ein fahrendes Brett rumfahren lassen. So, Spark, jetzt können wir den Zug mal fahren lassen. Richtig, können wir. Moment, die Schiene muss eben noch gefixt werden. Ich habe die da abgebaut. Ja. Kann man auch Weichen bauen, Spark? Weichen? Ja, klar. Warte mal, Spark. Kann ich wirklich einfach alles mit diesem Assembler jetzt in eine Entity machen. Alles. Richtig. Oh yeah. Ja, was auf glaubst du, was Schiff? Die Mobfarm ist? Revi, die Mobfarm kann ich auch einsammeln, einfach in die Tasche packen. Kann ich auch ein Schiff machen, was fährt auf dem Wasser? Ja, natürlich. Oh.
klar, du kannst ein richtig fahrendes Schiff machen. Das packst du dann einfach auf Minecart. Unten unter der Erde fährt das Minecart dann lang. Aber das geht nicht mit einem Boot, ne? Ja, ja, oben am Schiff fährt das. Du kannst wirklich. Mit einem Boot als Item, dass ich das wie ein Boot fahre. Nee, das nicht. Das geht also nur mit Minecart. Du musst das unterirdisch eine Minecart machen auf einer vorgefertigten Strecke sozusagen. Und dann könnt ihr aber auch ein Schiff über den Ozean fahren. Gut, dann kommen wir rüber, dann packen wir die Lok wieder hin. Dann fahren wir mit der Chuchu-Bahn. Let's go. Wir brauchen aber noch einen großen Fehler haben wir hier, Spark. Die Lok hat keinen Köhler hinten dran, ne? Das fehlt natürlich. Das könnte ich bauen. Ich würde dir vorschlagen, du kannst einen komplett eigenen Zug bauen. Ein ICE? Ja, also wir brauchen eh noch zwei Zug. Wie schnell kann man die fahren lassen? Kann man die nur in einer Geschwindigkeit fahren lassen? Kann man so richtig durchpowern? Die kann man nur in der Standardgeschwindigkeit hier, was die Powered Rails halt hergeben, fahren lassen. So, ich setze mich vorne rein. Chuchu-Bahn, let's go. Alter, wir fahren. Ich hätte jetzt nicht sagen, was gefährlich ist. Wir fahren. Chat, wir fahren. Ich bin auf dem Block. Die sogar während dem Farmen kommen da vorne Rauch raus, wenn du nach vorne schaust. Alter, was das Lagerfeuer da drin ist, ne? Junge, wie geil einfach. Digga, das ist wirklich nice. Subway-Surfer einfach, holy shit. Ah! Oh ja, du bist im Kopf hängen geblieben oben. Du musst mir sagen, Revi, worin du dich siehst. Möchtest du irgendwie eine Fabrik bauen, die was produziert oder eigentlich zum Großteil eine Unsinn machen? Beides. Eine Unsinnsfabrik. Also angenommen, ich könnte eine Fabrik machen, die... Wir können doch sicherlich irgendeine kleinere Geschichte heute schon mal anfangen, Spark, die eventuell den Leuten weiterhilft. Und dann würde ich mich morgen, wahrscheinlich übermorgen eher an einen Zugdesign dran setzen. Ich baue einen richtig schönen Intercity oder so einen Doppeldeckerzug, ne? Also es wäre schön, wenn der ungefähr in der Form wäre von dem Teil hier. Und ich kann Folgendes machen. Ich kann hier die vier Waggons einsammeln und du kannst hier komplett customized eigene reinbauen. Oder wir nehmen eine zweite. Ja, ich baue eine eigene Lok aus Quarz. Das ist klar. Die wird richtig schön, ne? Ja. Spark, schau mal her. Komm mal mit mir. Siehst du hier vorne diesen Laubwald am Wasser? Ich würde sagen, wir bauen das... Ja, das ist Blizzard Space. Das muss weg. hier auf der anderen Seite halt. Hier, guck mal, hier. Also da wäre wirklich kein Problem. Hier wird dann halt ein Bahnhof hinkommen, wo der Zug aufgeladen wird mit dem Eisen, was produziert wird. Und dann markiere ich hier mal das Ding, weil ich würde einen Chunk Abstand lassen. Hier kommt dann Bahnhof noch hin, damit das Eisen eingesammelt werden kann. Und hier ist dann die Grenze von der Fabrik. Tja, Rivi, folgende Frage. Erstmal das Fabrikgebäude oder... Erstmal die Technik und dann das Gebäude, das ist ganz klar. Okay. Weißt du denn, wie man überhaupt das herstellt? Rivi, das ist ein bisschen zu gut. Also, ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass wir eine Energiequelle haben. Da würde ich wieder auf ein Windrad zurückgreifen. Genau. So, dann ist deine Aufgabe, haben wir wahrscheinlich wieder so eine Art, erstmal das Gravel quasi hergestellt wird irgendwie, ne? Richtig. Und der muss dann gesiebt werden. Gewaschen werden, genau. Ne? Pass auf, ich kann dir mal ein paar Sachen geben, die wir brauchen dafür, ne? Wir brauchen einen Windmill Bearing. Da, wo der Schleim ist, da ist die Vorderseite. Ja, genau. Vorne dran machst du jetzt ein Radial Chassis. So, und jetzt brauchen wir noch was ganz Besonderes. Stopp, bevor du anfängst. Und zwar, ich habe hier was für dich, einen Schleimball. Du musst nämlich die Segel und die Blöcke da jetzt festkleben. Das heißt, mach viermal Rechtsklick auf das Radial Chassis, dann befeuchtest du von allen vier Seiten das Ding mit Schleim. So, nein, ruhig noch mehr, Mario. Richtig drauf spammen mit dem Schleim. Okay, das müsste jetzt gereicht haben. Und jetzt kannst du beispielsweise mit entrindetem Holz oder sonst irgendwas, ich habe hier mal nochmal so Oak mitgebracht, erstmal so den Rahmen machen. Wir können übrigens auch Folgendes machen. Wenn du ein Teil fertig hast, dann können wir das Teil um 45 Grad drehen und dann kannst du das nochmal an derselben Stelle bauen und musst nicht irgendwie dich mit Blöcken dann da rumhantieren, ne? Guck mal, das sieht schon wild aus eigentlich, ne? Ja. Ich hab alles. Nein, ich hab ein halbes Herz! Was ist denn jetzt passiert? Ich hatte ein halbes Herz. Das eine Stück hat sich nicht bewegt, war da kein... Du hast das Ding angemacht, Spark. Ich bin gestorben wegen dir. Okay, also, im Grundkonzept funktioniert das Ganze. Ich komme morgen mal wieder oder übermorgen, denke ich mal. Dann bauen wir das hier fertig, okay? Wenn du morgen frei hast, dann sehen wir uns übermorgen wieder und bauen dir die geile Eisenfarm. Dann bin ich auch ein bisschen früher da, okay? Und dann sehen wir uns morgen, Digga. Wiederschauen und... Reingehauen!